die Wissenschaft ist oft ein Spaßverderber und für die Politik dann ein Problem, weil wir nehmen den Begriff Plus-Energiehaus nur sehr unwillig eigentlich auf, weil, was ist denn das überhaupt? Ja? Gesamthafte Betrachtung inkludiert natürlich die Mobilitätsfragen auch. Ja? Und da ist zum Beispiel für uns eine der zentralen Herausforderungen, ja, wie gewöhnen wir den verbleibenden Anteil der Stadtbewohner, jetzt schaffen wir vielleicht ein paar Feinde, den Besitz des Autos am besten ab. Ja. Also alles so Fragen, wo es wirklich massiv eingreift in das, wie ich leben will. Ich möchte nicht bestimmt werden, auch nicht von einer Maschine bestimmt werden, in dem, was ich mache. Und Stadt ist keine Maschine. Wie schaut es aus mit der Ernährung? Sind da Gartenflächen eingeplant für die Bewohner, beziehungsweise Gartenflächen auf Flachdächern? Der Bedarf an Gartenanbauflächen auch im Stadtgebiet steigt enorm. Und ein neues Stadtgebiet hat natürlich die Möglichkeit, solche Flächen von vornherein mitzudenken und mitzuplanen. Wie können eigentlich Bäume wirklich seriös bei der Planung von Gebäuden verwendet werden? Bis jetzt ist es Planerinnen und Planern eigentlich verboten, Beschattung durch Vegetation so richtig zu berücksichtigen. Was sind die Bedürfnisse? Wie wollen die Leute leben? Was sind die Anforderungen an den Raum? In Wahrheit befinden wir uns eigentlich in einer Evolution der Systeme, dieser smarten Systeme. Das heißt, die Evolution sieht so aus, dass Menschen Software, Softwaredienste, Software-Services, aber auch Dinge, Stichwort Internet der Dinge, immer stärker miteinander verdrahtet werden. Aber es geht um einen Technologieeinsatz, der beherrschbar ist und der mich nicht irgendwas aufzwingt. Das TU-Forum ist eine Veranstaltungsreihe, wo wir aktuelle technische Themen aufgreifen, um sie mit Experten und der interessierten Öffentlichkeit zu diskutieren. Heute widmen wir uns dem Thema Smart Cities. Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Kurt Hofstetter war 20 Jahre lang in der Stadtplanung Wien tätig. Er hat das Projekt Aspern, die Seestadt Wiens, gemeinsam mit anderen aufgesetzt und begleitet und war im vergangenen Jahr auch Projektleiter für den Smart City Prozess der Stadt Wien. Seit 2012 arbeitet er in der Umsetzung der Planungen vor Ort als Mitarbeiter der Wien 3420 Aspern Development AG. Bitte schön. Die Seestadt hat aufgrund der Größe ihrer Entwicklung natürlich Vorgaben, in die Zukunft zu denken, die andere kleinere Stadtentwicklungsgebiete nicht haben. Wir haben sehr oft damit zu tun, dass Menschen sagen, ja, wie gibt es denn das? Jetzt wird die U-Bahn quasi auf die Wiese gestellt und da sind keine Häuser rundherum. Ich halte das für eine geniale Entscheidung der Wiener Stadtpolitik, die Forderung der Stadtplanung ÖV vor IV, öffentlichen Verkehr vor Individualverkehr, wirklich in die Tat umzusetzen, das ist europaweit einzigartig und es ermöglicht uns, in wesentlich anderen Maßstäben, als es sonst üblich wäre, der Bevölkerung, Arbeits- und Wohnbevölkerung, die hier zuzieht, aber auch die im Umfeld schon lebt, vor allem die zuziehen, von Anfang an ein hochrangiges öffentliches Verkehrsmittel anzubieten. Das bedeutet, wir können die Möglichkeiten der Nutzung Individualverkehr reduzieren. Es ist nicht notwendig, dass jeder ein Auto besitzt. Es ist nicht notwendig, dass jeder mit einem Auto alle Wege zurücklegt. Das ist bisher in diesem Gebiet fast nicht anders machbar gewesen. Ein Punkt, der in der Diskussion um die Smart Cities immer wieder speziell in diesem Smart City Wien Prozess 2011 sehr stark thematisiert wurde, Einbindung der Bevölkerung. Ich habe hier als Beispiel einfach ein Foto aus einer der Bürgerversammlungen, die wir in der Seestadt vor Beginn des Masterplans gemacht haben, ganz bewusst, sehr offen. Ich habe hier aufgeschrieben, aufsuchende Stadtplanung. Wir sind hinausgegangen, haben nicht die Leute quasi eingeladen ins Rathaus aus diesen entfernten Gebieten, sondern haben sie vor Ort aufgesucht in ihren Strukturen, Vereinen, um klarzumachen, wir entwickeln hier ein Riesengebiet, das wird Auswirkungen haben auf Ihre Zukunft. Was brauchen Sie bei dieser Entwicklung, damit Sie es akzeptieren können, damit Sie einen Vorteil sehen? Ein aus meiner Sicht sehr erfolgreicher Prozess. Ein Vertreter der Expertinnen vor Ort ist auch heute hier. Auch das ein Zeichen dafür, dass es eine Verbundenheit gibt mit dem Projekt über viele Jahre hinweg. Und ich denke, das ist auch ein Schlüsselthema, wenn es um Smart Cities geht. Ist es das gleiche Problem, das ich schon in meiner
Tätigkeit als Siedlervereins, Vorstand und so weiter gesehen habe, dass die Leute, die hier mit tun sollen und die auch ihre Stimmen erheben, aber im Endeffekt nicht mitentscheiden, dass die nicht über den Gartenzaun hinwegschauen können und das auch nicht tun. Und genau so sehe ich das für die Seestadt Aspern. Der öffentliche Verkehr, für den ist sehr gut vorgesorgt. Und die Seestadt Aspern ist ein Gebiet, das die größten Chancen hat, eine autofreie Stadt zu werden. Es gibt zwei Verkehrsanbindungen an das Individualverkehrsnetz, wobei eine durch die ASFINAG und durch die ganzen Probleme, die mit finanziellen Problemen zusammenhängen, zum Sterben verurteilt worden ist und dass es keine entsprechende Entwicklung geben wird. Es gibt Vorschläge, das ganze Problem aufzufangen und zu einem Kompromiss auszuarbeiten. Auch das habe ich schon vorgestellt, aber wir sehen ja selbst, dass die Seestadt Aspern ein Irrgarten ist, der schön langsam vielleicht zum Ziel kommen wird, aber es dauert sehr lange. Man sieht immer wieder das Ziel vor Augen und wird dann abgeleitet in eine andere Strecke. Und ich glaube, dass ein bisschen mehr von allen Verantwortlichen auch über den Gartenzaun, über das Planungsgebiet hinausgeschaut werden muss. Und diesen Appell gebe ich jetzt weiter. Im Detail kann ich das unterschreiben. Es gibt immer wieder Abweichungen. Manchmal ist man enttäuscht, dass etwas nicht funktioniert hat. Aber im Großen sehe ich das nicht. Jetzt in Analogie zu einem Haus. Ich durfte vorher sehr, sehr lang darüber nachdenken und dann baue ich dieses schöne Ding hin und dann ist es im Idealfall perfekt geworden. Ja. Und dann soll am besten keiner mehr was verändern, weil es kann ja eigentlich nur mehr schlechter werden. Ja. Das ist natürlich alles nur keine Stadt, sondern Stadt zeichnet sich dadurch aus, dass es, wie soll ich sagen, in Würde altern kann. Ja. Also sprich, dass ich Veränderungen vornehmen kann. Ja. Das ist für uns zum Beispiel in der Stadtentwicklung, wir stehen jetzt vor dem Stadtentwicklungsplan 2014, eine der zentralen Fragen. Wie kann ich Gebiete, die ihre Veränderungsfähigkeit verloren haben, wieder diesen Gebieten wieder eine Veränderungsfähigkeit zurückgeben? Ja? Kommunikation, Kontakt mit der Bevölkerung, Offenheit, was wird sich ändern, warum wird sich was ändern, was müssen Sie ändern oder was wollen Sie ändern, was können Sie einbringen? Keine Top-Down-Lösungen, die werden nicht funktionieren. Das ist ein Beispiel für die Straßenraumgestaltung in dieser übergeordneten großzügigen Ringstraße, 32 Meter Querschnitt. Im ersten Entwurf haben die Verkehrsplaner uns hier wirklich 32 Meter Asphalt gezeigt, mit ein bisschen Begrünung, Straßenbegrünung. Wir haben sie daraufhin nach Hause geschickt und haben gesagt, ihr bekommt 10 Meter und die anderen sind anders zu gestalten. Und das war zum Beispiel eine Art, mit Landschaftsplanungsbüros und Verkehrsplanungsbüros gemeinsam einen Straßenraum zu entwickeln, der de facto den Anforderungen, die tatsächlich vorhanden sind, genügt und die Räume, die nicht nur grün sind, als vorgelagertes Wohnzimmer zu verstehen, als öffentlichen Raum, der bespielbar ist. Dazu gehören dann andere Prinzipien wie Kleinteiligkeit, kurze Wege. Also das heißt nicht, dass es wirtschaftliche kleine Einheiten sind, das können von der Errichtung her durchaus größere Einheiten sein, damit es wirtschaftlich ist und wird, aber von der Erlebbarkeit kleinteilig, das heißt Ausgänge auf die Straße, unterscheidbare Gebäude, sodass es wirklich Identifikation gibt und einfach Belebung der Straße und im Grunde eine Aufwertung des gesamten Quartiers. Wir haben hier eine Gesellschaft gegründet, mit einem Einkaufszentrumbetreiber, haben gesagt, du kriegst kein Einkaufszentrum in der herkömmlichen Form irgendwo in der Wiese, sondern dein Einkaufszentrum ist eine Straßenzeile und da gibt es dann die Nutzung und die Mischung, die man braucht, um vom ersten Moment der Besiedlung an auch dort das vorzufinden, was man braucht. Thomas Bedner ist Universitätsdozent für Bauphysik am Institut für Hochbau und Technologie der TU Wien und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit energieeffizienten Gebäuden, also unter anderem. Er ist an zahlreichen interdisziplinären Projekten beteiligt, auch an einem Projekt in der Seestadt Aspern und unter anderem auch in diversen nationalen und internationalen Normungsausschüssen tätig. Für uns als Bauphysiker fängt die Stadt an beim Klima. In der Stadt leben Menschen, die wollen wohnen, arbeiten, lernen, produzieren, entspannen und unterhalten. Dazu bewegen sie sich, das nennen wir dann vielleicht Mobilität,
Sie halten sich in Gebäuden auf, die eine Gebäudetechnik haben, die vielleicht automatisiert ist. Und das Ganze ist natürlich eingebettet in ein lokales oder internationales, nationales Energiesystem. Das Interessante ist natürlich, dass die Bauphysikerinnen, die Gebäudetechnikerinnen, die Automatisierungstechnikerinnen da hinten zusammen mit den Energietechnikern eine Rückwirkung erzeugen, aufs Klima wie auf die Menschen. Und dem sind wir uns mittlerweile sehr bewusst. Insofern freut es mich auch, dass wir an der TU Wien ja seit einigen Jahren fakultätsübergreifende Plattformen haben. Und betrachten Sie mich nicht hier als Bauphysiker, sondern ich möchte ein bisschen vermitteln, was über diese Plattformen möglich wird. Fangen wir mal beim Klima an. Manche haben das Gefühl, alles ist verstanden. Es gibt ja schon Simulationsprogramme für alles und jeden. Wir haben dazu aber zum Beispiel mal begonnen, uns im städtischen Kontext sehr genau damit zu beschäftigen, was haben eigentlich Innenhöfe für eine Wirkung auf das Klima. Und insbesondere, Sie sehen in der linken Grafik, das ist sozusagen die Modelleingabe, da sehen Sie Bäume. Wie können eigentlich Bäume wirklich seriös bei der Planung von Gebäuden verwendet werden? Bis jetzt ist es Planerinnen und Planern eigentlich verboten, Beschattung durch Vegetation so richtig zu berücksichtigen. Wir haben dazu eben ein Projekt mit Meteorologen und auch mit letztendlich dann Softwarehäusern, das dazu führen soll, dass am Schluss in der Planung wissenschaftlich basiert tatsächlich A, Innenhöfe und B, auch Bepflanzung berücksichtigt werden kann. Und ein ganz ein wichtiger Punkt und an sich ja schon immer betrachtet bei Raumplanung und Stadtplanung ist der Umgebungslärm. Nur denke ich mir, Sie werden es dann am Schluss sehen, die Verknüpfung in das Energiesystem ist vielleicht noch etwas holprig und hat aber durchaus ganz wichtige Bedeutungen. Sie sehen hier verschiedene Bebauungsformen, hier ist jetzt, muss man sich ein bisschen eindenken, die Gebäude sind weiß, also Sie sehen hier Innenhöfe, geschlossene, offene Höfe, Sie sehen Stadtvillen, Sie sehen Reihenbebauungen und dort, wo es sehr blau ist, dort hoffe ich, müssen Sie nicht wohnen. Denn dort werden Sie nicht sehr freiwillig Ihre Fenster öffnen. Also nur unter äußerem Zwang, wenn es ganz heiß ist, opfern Sie Ihre Schlafqualität und machen das Fenster auf. So, wenn jetzt aber Fenster zubleiben, was passiert dann? Der Energiebedarf zum Kühlen wird steigen, außer wenn es gerade draußen extrem heiß ist, also in der gesamten Übergangsjahreszeit. Wien hat sehr mutige Schritte gesetzt. Wien hat die Passivhaustechnologie quasi sehr ernst genommen und zusammen mit Bundesförderungen über Haus der Zukunft auch eine Reihe von Demonstrationsprojekten gemacht und das hat tatsächlich natürlich die Wirkung gehabt, das waren eigentlich jetzt nur die hellroten Kreise hier, das hat dann die Wirkung gehabt, dass Bauträger sehr viel positive Erfahrungen mit diesen Bauweisen gesammelt haben und dann auf einmal die dunkelroten Kreise alleine gebaut haben und wir derzeit auf dem Gebiet Eurogate sicher eine der international beachtetsten Großpassivhaussiedlungen sich entwickeln. Wenn man derzeit ein Bürohochhaus baut, ist das der Primärenergiebedarf. Und das ist es, wenn man sowohl die Hülle als auch die Anlagentechnik als auch den Energiebedarf der Nutzung vom Kopierer bis zur Teeküche bis zur Telefonanlage auf den aktuellen, wirklich effizienten Standard hebt. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann man eine Photovoltaikanlage installieren und zeigen, dass man tatsächlich am Standort Wien einen geringeren Bedarf an Energie, an Strom aus dem Netz hat, als man de facto zurückspeist. Bis jetzt gibt es eigentlich nur Simulationsprogramme für einzelne Gebäude und Sie sehen, so eine Siedlung besteht einmal ganz schnell aus ganz vielen Gebäuden. Das ist natürlich eine logistische Herausforderung, aber es war natürlich auch eine fachliche Herausforderung, ein Prototyp von einem Tool zu schreiben, der wirklich in der Lage ist, quasi vom Gerät weg bis zum Fernwärmenetz, bis zum Stromnetz eine richtige dynamische Simulation in einer ganzen Siedlung durchzuführen. Und ich denke mir, das ist uns ganz gut gelungen. Wir sind also in der Lage, zum Beispiel war dann das Beispiel eben der Seestadt Aspern, uns mit verschiedenen Aspekten so einer Siedlung zu beschäftigen. Wichtig ist natürlich, wie viel Fläche brauchen wir eigentlich wofür? Wohnen, Büro, Verkaufsstätten ohne Tiefkühlanlagen, Verkaufsstellen mit Tiefkühlanlagen,
Gewerbe, großes Gewerbe oder Kultur oder Hotels. Ja, Sie sehen, so eine Siedlung hat eine typische Flächenverteilung. Eine ganz wichtige Frage ist auch, wo sind wir eigentlich und was machen wir den ganzen Tag? Und Sie sehen, wie hier die Menschen sozusagen mal in einer Verteilung zwischen Schlafen daheim und sein in der Schule oder Arbeiten und Büro sich eigentlich in dieser Siedlung sozusagen bewegen. Darf jetzt noch den dritten Kurzvortrag vom Herrn Sharam Dusta, der Universitätsprofessor für Informatik mit Schwerpunkt auf Internettechnologien ist. Zum Beginn seiner Karriere hat er das zentrale Informationssystem der Universität Linz aufgebaut und im Anschluss erfolgreich eine Softwarefirma gegründet, die er hoffentlich gewinnbringend verkaufen konnte. Er leitet seit einigen Jahren die Distributed Systems Group an der TU Wien mit spannenden und visionären nationalen und internationalen Projekten. Bitte schön. In Wahrheit befinden wir uns eigentlich in einer Evolution der Systeme, dieser smarten Systeme. Das heißt, die Evolution sieht so aus, dass Menschen Software, Softwaredienste, Software-Services, aber auch Dinge, Stichwort Internet der Dinge, immer stärker miteinander verdrahtet werden. Bisher wurden diese einzelnen Aspekte immer isoliert betrachtet und weiterentwickelt. Aber in der neueren Zeit wächst doch das Bewusstsein, dass eigentlich die Dinge, die Services und die Menschen miteinander viel effizienter koordiniert werden müssen und zusammenarbeiten müssen. Und man sieht es in den vergangenen Jahren, es gibt so eigene Inseln, Smart Homes, E-Health und Smart Health Networks bis hin zu Smart Governments, Smart Transportation Networks und jetzt in letzter Zeit Smart Buildings und Smart Grids. All diese Dinge, die sind alle sehr, sehr gut und natürlich in ihrer Isolation nicht gut genug für uns, was wir machen wollen aus Sichtweise der Informatik. Warum? Das perfekte System, das uns als Vorbild dient, schon seit langem in der Informatik, ist der Mensch selbst, so absurd es klingen mag, das autonome Nervensystem in unserem Körper, ist ein wunderbares System, wo alle Organe miteinander auf magische Art und Weise kommunizieren und eine Balance halten. In dem Projekt, das wir mit der Firma Pacific Controls machen, bauen wir eine End-to-End-Lösung. Das bedeutet, von den Sensoren auf der untersten Ebene, von den Feueralarmen, von der Kontrolle von den Klimaanlagen bis hin zu der Software, die in dem Command-Control-Center eingesetzt wird, das Sie hier oben in der Mitte sehen, wird alles angeboten aus einer Hand. Sowas löst auch sehr substanzielle Ängste aus. Und genau damit muss man umgehen. Da muss man mit Beispielen arbeiten, da muss man Sicherheiten schaffen und man muss einfach diese Diskussion, diesen Kommunikationsprozess leben, weil sozusagen es nützen uns die schlauesten Ideen nichts, wenn breite Schichten der Bürgerinnen und Bürger das nicht verstehen, nicht akzeptieren oder viel schlimmer im breiten Umfang ablehnen. Das bedeutet, dass in diesem Command-Control-Center diese Dienste, die hier auf dieser Ebene unten, weiter unten entwickelt werden, tatsächlich koordiniert und gemonitort werden. Und das führt in diesem Projekt dazu, dass in einer Stadt wie Dubai derzeit 60.000 Gebäude miteinander so vernetzt werden. Beispielsweise Security Services, wie man über Spitäler, Fabriken, Schulen, Airports und Shopping Malls das Ganze legen kann. Oder auch Telematiklösungen, wo es darum geht, Logistiksysteme und das Tracken von Fahrzeugen, zum Beispiel in Emergency Cases miteinander zu koordinieren. Oder auch die Food Storage Netzwerke zu koordinieren, das heißt, dass es vom Kühlraum bis hin zum Supermarkt alles den zeitlichen Umständen entsprechend gelagert und ausgeliefert wird. Health Services, das heißt, das Monitoring vom Krankenhausequipment bis hin zur Überwachung in den Spitälern, bis hin schließlich zu Smarter Education Systems, wo zum Beispiel Universitäten dort in Dubai ausgerüstet sind mit Smart Classrooms und die ganze Campus-Infrastruktur so gemanagt wird. Der Herr Madreiter hat seine berufliche Karriere 1993 an der TU Wien als Assistent am damaligen Institut für Finanzwissenschaft und Infrastruktur gestartet. Er ist mittlerweile Abteilungsleiter der Magistratsabteilung 18, Stadtentwicklung und Stadtplanung und hat im letzten Jahr die neue Abteilung für Energieplanung der Stadt Wien aufgebaut, die MA20. Rudolf Scheuwens, ganz links außen von Ihnen, leitet seit
1994 ein Planungsbüro, welches sich überwiegend mit Fragen des Städtebaus, der Stadt- und Regionalentwicklung und der Steuerung, Moderation komplexer Planungs- und Entwicklungsprozesse befasst. Er ist seit 2008 Universitätsprofessor für örtliche Raumplanung und Stadtentwicklung am Institut für Raumentwicklung, Infrastruktur und Umweltplanung an der TU Wien. Und seit 2010 ist er Vorsitzender der Seestadt, also des Seestadt-Aspern-Beirates. Ich war einerseits ebenso fasziniert über den letzten Vortrag und andererseits unglaublich erschrocken, wenn Stadt wirklich wie eine Maschine funktioniert. Ich habe mich direkt George Orwell, 1984, das fünfte Element, also wirklich Science Fiction, alles wird überwacht, alles wird zentral gesteuert. Ich liege im Bett, plötzlich geht mein Fenster automatisch auf, weil irgendwer im Control Center meint, da muss mal gelüftet werden. Also alles so Fragen, wo es wirklich massiv eingreift in das, wie ich leben will. Ich möchte nicht bestimmt werden, auch nicht von einer Maschine bestimmt werden in dem, was ich mache. Und Stadt ist keine Maschine. Stadt, wenn ich über Stadt nachdenke und wenn wir über Aspern reden, dann reden wir über Stadtteilqualitäten, wir reden über auch Konflikte, die es geben wird, wir reden darüber, dass Stadt bunt ist, dass vielfältig ist, dass Stadt gebraucht wird, genutzt werden kann, über ganz andere Fragen. Ich kann es an einigen Beispielen vielleicht deutlich machen, wenn wir nur am Beispiel Aspern. Die Energiefrage ist das eine Thema, das will ich mal ein bisschen zurückstellen jetzt gerade, dass wir in der Lage sein müssen, eben auch im energetischen Bereich neue Standards zu entwickeln. Das war ja auch von Herrn Bethner ein Beitrag, der deutlich, ich kann massiv den Energiebedarf senken und ich kann massiv dazu beitragen, vielleicht eine Stadt zu bauen, die Energie produziert. Das ist ja ein Weg, auf den Aspern sich zumindest teilweise versucht zu machen, eben Energie oder Häuser zu bauen, die Energie einspeisen können ins Netz. Das ist ein Zeichen der Zeit, das zu machen und da gute Standards mitzuentwickeln. Wenn Stadt aber funktionieren soll, wenn Stadt smart sein soll, dann heißt das für mich auch, dass ich Verantwortung neu vergeben muss. Dass ich die, die in einer Stadt wohnen, auch ein bisschen in die Verantwortung für ihre Stadt bringen muss und nicht, wie es vielleicht in den letzten Jahren war, Verantwortung wegnehmen, Maschinen bauen, die irgendwo gesteuert sind. Verantwortung heißt auch vermitteln, wie ich mich verhalte im Raum. Heißt auch einen Beitrag dazu leisten, in Mobilitätsfragen anders zu geben. Es heißt zum Beispiel Aspern, auch mal solche banalen Fragen, vermeintlich banale Fragen neu zu diskutieren. Wie gehe ich um mit dem Einzelhandel? Wie gehe ich um mit Erdgeschossen? Wie schaffe ich meine Alternative zu den Strukturen, die immer nur auf den Verkehr dazwischen angewiesen sind, weil die Stadt baue, die einfach funktional optimiert wird, in Teilsysteme gegliedert wird, das Einkaufen, das Wohnen, das Arbeiten und dazwischen habe ich eben mobil zu sein. Wie kann eine Stadt aussehen, die diese Wege möglicherweise gar nicht mehr braucht, weil viele Nutzungen wieder neu zusammengedacht werden? Etwas, was ich jahrzehntelang in der ganzen Geschichte unserer europäischen Stadt immer wieder entflochten habe, auseinandergenommen habe und in Teilbereiche optimiert habe. Es hat viel damit zu tun, wie gehe ich um mit dem öffentlichen Raum in einer Stadt? Wie schaffe ich etwas, wo ich mich gerne aufhalte und diese Verantwortung bereit bin zu übernehmen. Und ein letztes Beispiel, höre ich aber auch auf, wir haben jetzt in den letzten Wochen viele Wettbewerbe gehabt, Bauträgerwettbewerbe gehabt, wo es letztlich um nichts anderes ging, wie sieht das Wohnen aus, wie sehen die Wohngebäude aus, wie schaffe ich Standards im Wohnungsbau, die wichtig sind. Wir reden dort über viele Fragen, auch über energetische. Es geht aber auch darum, was leistet ein Wohngebäude für die Stadt, wie kann ich Strukturen aufbauen, wieder neu aufbauen, die über viele Generationen hinweg veränderbar sind, anpassungsfähig sind, die neue Anforderungen aufnehmen können in einer Gesellschaft, die sich unglaublich schnell verändert, Strukturen in der Gesellschaft, die sich verändern. Wie kann ich eine Stadt bauen, die über Generationen hinweg diese Veränderbarkeit und die Anpassungsfähigkeit mitbringt und die nicht als Maschine einmal gebaut ist? Ich denke, dass die Technologie halt auch bewirkt, dass sich im Laufe der Zeit bestimmte Dinge natürlich verschieben, also Dinge, die wir einst als sehr große Aufmerksamkeit erfordert haben, laufen jetzt so quasi mit. Also wenn man zum Beispiel die Geschichte der Mobiltelefonie anschaut, man hat vor noch nicht allzu langer Zeit gesagt, also Mobiltelefone ist nur was für wichtige Angeber, ja, werden sich vielleicht hier manche gar nicht mehr daran erinnern. Aber und jetzt sind wir beim Smartphone. Und wir nehmen das auch als selbstverständlich. Das heißt, wir gehen schon die Abstraktion hinauf und nehmen durchaus und geben Kontrolle ab. Und ich sehe das nicht so, dass der Mensch sozusagen weniger Verantwortung hat, indem er Dinge an die Technologie abgibt. Ganz im Gegenteil, ich sehe es so, dass der Mensch seine wertvolle Zeit nicht damit verbraucht,
primitive Dinge zu koordinieren ständig, wie zum Beispiel Klimaanlagen ein- und auszuschalten oder derlei Dinge, sondern sich wichtigeren Dingen zuwenden kann. Also da sehe ich wiederum die Aufgabe der Technologie, der Informationstechnologie im Besonderen, wirklich die Lösungen zu bauen, dass dieser Organismus, sage ich einmal, wirklich gut funktionieren kann. Es gibt auch bei uns genug Lüftungsanlagen, die laufen und es ist niemand da. Ja? Und wenn ich in meinem Vortrag sozusagen darauf eingegangen bin, dass eigentlich das Bedarfssenken das Thema ist, das ist nicht das Installieren einer effizienten Lüftungsanlage, das ist auch die Wartung dieser Anlage, das ist auch die Betriebsführung dieser Anlage und wir brauchen wirklich gute Systeme, die den Betriebsführerinnen und Führern helfen, den Überblick zu behalten. Aber es geht um einen Technologieeinsatz, der beherrschbar ist und der mich nicht irgendwas aufzwingt. Also wir haben nur wiederum Beispiele im geförderten Wohnungsbau, Projekte im Passivhausstandard, an der es kein Fenster mehr zu öffnen gibt, alles automatisiert wird, das sind für mich keine Wohnhäuser. Wenn ich nicht in einem Haus auch mal bewusst das Fenster öffnen kann, möglicherweise auch Energieverluste provoziere, aber es gehört zur Alltagstauglichkeit und zur Gebrauchsfähigkeit dazu. Und es macht für mich überhaupt keinen Sinn, wenn ich Häuser technologisch optimiere, aber grundlegende Sachen einfach komplett negiere, die Frage der Erdgeschosse, die Frage der Nutzung und die Frage der Nutzungsoffenheit, dann habe ich zwar ein System optimiert, aber bezogen auf die Langlebigkeit einer Stadt nichts dazu beigetragen. Deshalb ist für mich immer nur ein bisschen das Warnen davor, nicht nur die rein technologische Optimierung eines Systems zu erzeugen, sondern über grundlegende Fragen von Stadt nochmal neu nachzudenken. Und meine These ist, dass wir verlernt haben, vielfach im 20. Jahrhundert verlernt haben, uns mit der wirklichen Frage von Stadt auseinanderzusetzen. Man kann es nur noch festmachen, einem Beispiel auch in der Seestadt. Die Gründerzeit Stadt lebt davon, ich kann was rausreißen. Es gibt keine robustere Stadtstruktur, als wir sie gebaut haben im Ende des 19. Jahrhunderts. Häuser, die für vielfältige Zwecke funktionieren, die umbaubar sind, indem heute bauen wir große Einheiten, auch in den Bauträgerwettbewerben, wo es nicht mehr möglich ist, ein Element rauszunehmen. Da gibt es durchgängige Tiefgaragen, konstruktive Systeme, wenn ich den ganzen Baublock beiseite oder gar nichts. Es ist unglaublich schwer, je nochmal Eingriff zu nehmen, diese Körnung von Stadt, die ich heute baue. Also auch da sind so grundlegende Fragen, die ich wissen muss und die auch Konsequenzen erzeugen müssen. Auch Konsequenzen in der Bereitschaft, heute vielleicht etwas mehr in die Hand zu nehmen, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen und eine Stadt zu bauen, die über viele Generationen funktioniert, als nur noch nach bestimmten Kriterien, ökonomischen Kriterien und auch technologischen Kriterien etwas zu optimieren. Kurze Korrektur, ein Passivhaus, in dem man die Fenster nicht öffnen kann, ist ein Planungsfehler. Was uns nahtlos einleitet in das Thema, sind wir uns eigentlich sicher, dass wir die Planer haben, die so ausgebildet sind, dass sie wirklich im großen Rollout bauen können? Oder glauben wir das manchmal nur? Und etwas vielleicht der Herr aus dem Bürgerexperten-Team, wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er gemeint, man hat den Mut teilweise verloren, Geld in die Hand zu nehmen, um wirklich etwas zu bewegen. Und ich frage mich manchmal, was machen, also als Techniker, wo sind eigentlich die Soziologen, die uns verständlich erklären können, warum im 8. Bezirk die großen Autos mit den Alufelgen gekauft werden, aber sozusagen das Geld auf einmal dort fehlt, wo es sicher langfristig angelegt werden muss. Und ich verstehe auch nicht ganz sozusagen die Argumentation, da reißen wir doch die halbe Stadt dauernd wieder weg und bauen sie dauernd wieder neu, denn das wissen wir mittlerweile, dass wir in der ganzen Kette dann jedenfalls ein großes Problem produzieren. Gibt es an der TU Forschung dazu, wie die Städte der Zukunft sie selbst versorgen könnten? Ja, natürlich, wir forschen in den Bereichen und es ist das Enkelquartier ist ja noch die harmlose Variante. Also der Blick über mehrere Generationen hinweg, das ist ein wesentlicher Punkt. Nur auch die TU ist zu klein, aber es gibt natürlich auch relativ viele Partneruniversitäten, mit denen da zusammengearbeitet wird und auch da bilden sich immer bessere Netzwerke, die über langfristige Kooperation gelernt haben, an den Themen gemeinsam zu arbeiten dann auch. Der zentrale Ansatz von uns ist es einfach, bei der Entwicklung von Smart City Konzepten eine sehr breite Kooperationsbasis aufzustellen. Das kann nicht die Stadtpolitik und Stadtverwaltung alleine lösen. Das muss eine Kooperation sein
aus Stadtverwaltung, Stadtpolitik mit Forschung und Wirtschaft und last not least keine Smart City ohne Smart Citizens. Also wir brauchen natürlich auch die Bürgerinnen und die Zivilgesellschaft. Wie kann eine Stadt und wie muss eine Stadt aussehen, die über viele Generationen einer rasant verlaufenden Zeit immer wiederum als Stadt funktioniert und alle neuen Anforderungen aufnehmen kann? Weinmann hat es erwähnt, dass wir recht aktiv sind, auch in der Normung. In der Normung sind wir deswegen auch aktiv, weil wir mal wissen wollten, wie das entsteht. Das ist auch ein Forschungsobjekt für uns. Warum setzt die Industrie zusammen mit Behörden, zusammen mit Vertretern vielleicht von Konsumenten in einer gewissen Weise auf einmal irgendwo Grenzen, Anforderungen? Und ich denke mal, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier vielleicht begreift, dass da auch jeder auch nur einen Fokus hat und vielleicht auch von der Struktur, in der er arbeitet, nur diesen Fokus haben darf. Der darf ja gar nicht über den Pegel im Schlafzimmer nachdenken, denn das ist ja ein anderes Ressort vielleicht. Ja. Also ich denke mal, ich habe vorher schon Soziologen erwähnt, ich denke mal, die Zukunft wird sehr spannend, denn in der ganzen Technologie laufen extrem viele soziologische Prozesse ab, wie sich Technologien entwickeln, wie sie sich durchsetzen. Und insofern, also ich habe nicht wirklich Angst davor, dass das Spital ordentlich überwacht ist und das Bürohaus sozusagen auch wirklich überwacht ist, denn keiner von uns kümmert sich da ja wirklich darum, dass die Filter getauscht sind, aber wir leben davon, dass sie getauscht wurden. Ich lebe seit 40 Jahren in Wien, seit 41, die letzten 38 davon als Anrainerin des Flugfeldes und deshalb mit ganzem Herzen, mit vollem Interesse folge ich der Entwicklung dort und obwohl es auch pessimistische Strömungen oder Sichtweisen gibt, werde ich diese Entwicklung mit vollem Optimismus weiterverfolgen.